Hello, all you good ghosts out there. Hallo, liebe Freunde. Heute machen wir ein Review über eine recht unbekannte Marke noch in Deutschland, Mr. Blade, die vermutlich aus Russland kommt, und das Messer Partisan. Today we make a review about a very new brand. It's called Mr. Blade and the knife model is called Partisan. You are right, it looks very similar to the USMC models from Ontario, from K-Bar. It has a different handle. It's a typical Russian design, this handle. Looks a bit like a Kissler DB2 handle or from the KO series. Der Griff ist für mich typisch russisch vom Design her. Erinnert mich ein bisschen an die Griffvariante vom DV1 oder DV2 von Kissler. Und an die K.O.-Serie. Die sind immer so leicht runde oder ovale Griffe und dann mit einem pilzförmigen Knauf. Liegt recht gut in der Hand. You have a good grip, it's kind of rubber here, hard rubber. And the blade looks very decent and in good quality and is very sharp right out of the box. Die Klinge kommt sehr scharf, direkt vom Hersteller. Balance ist gut, ja, sehr leicht, very light, weight easy to handle. It's a small fighter, I would say. Ich würde sagen, es ist prädestiniert als kleines Kampfmesser in erster Linie, aber auch wie das USMC wird es natürlich von Soldaten als Allzweckmesser benutzt. Normally, if it is carried by a soldier, he will use it for every purpose, not only for fighting. So. We want to see what it can do. The steel is HG12M. It's similar to D2, they say. Der Stahl ist H12MF, H12MF steel. Und es soll ähnlich sein wie D2. Da schauen wir mal, ob das so stimmt. Viel Spaß. Have much fun with my review now. Wow, wow, sehr gut, very good, very clean cut, almost no resistance when I got through the bottle. Als ich durch die Flasche geschnitten bin, fast kein Widerstand. Also das ist schon Hammer. Das ist schon mal sehr gut, very good. Let's go on. Got some hazel. Probieren wir uns mal ein bisschen an Haselnuss. Jo. Geht auch ganz ordentlich soweit. The messer is very lightweighted. The knife is very lightweighted. Therefore it's not that easy for hacking, but it works also. Also es ist natürlich sehr leicht. Ist mit dem Hacker dann nicht ganz so einfach, funktioniert aber auch. Zu so einem Carving. Ja, extrem scharf. Extremely sharp. Sehr schneidfreudig. Very easy to cut and carve with it. So you can definitely make feather sticks with it. Not bad. Nicht schlecht. So the sharpness is very good. Die Schärfe ist sehr gut. Meine Entastungsaktion. Ja, braucht ein bisschen mehr Schwung als mit einem schweren Messer, aber es geht. Okay. Let's try some chopping. Das ist natürlich sehr leicht, aber man braucht halt zwei Schläge, aber es geht schon. Okay. Not bad for a lightweight knife. Nicht schlecht für so ein leichtes Messer. Okay, let's try some light battening. Ein bisschen leichtes Baton probieren. 5 cm 2 inch of Beechwood. 2 inch Buchenholz, also knapp 5 cm. Ja, sowas. Sehr trocken, very dry wood. Ja, yeah, works. Ja, funktioniert. Also das ist mal schon mal nicht schlecht. That's not bad for such a small knife. Nicht schlecht für so ein kleines Fixed. Also klein ist relativ, für mich ist es klein. Für andere nicht. Sehr kompakt, sagen wir es so.
Now it's very sharp. Goes very good. Es geht sehr gut. Keine, also der Gummigriff dämpft sehr gut, ähnlich wie beim Weller. The rubber handle is good damping for your wrist, so it does not hurt while toning. Jetzt habe ich hier eine Hälfte von einem großen Buchenast. That's also pitchwood. Beechwood. Beechwood. Well, not pitchwood, beechwood. Well, also works. Nicht schlecht, Mr. Blade. Not bad, Mr. Blade. That's really not bad. I haven't expected that. Ich habe das nicht erwartet von dem Kreidemesser. Also bis jetzt schlägt sich's gut. Also the coating stays here. Not bad. Auch das Coating ist bis jetzt keinesfalls beschädigt. Also da muss ich sagen, ja, besser als erwartet. Better than I've expected. This is walnut. Das ist Walnussholz. Nicht übel. Kommt gut. Ja, okay. That's the job. So, versuchen wir eine Dose zu öffnen. Try to open a can. If you are a soldier, you want to open your can. You want to have your meal. Yeah. The tip goes in very easy because it's extremely pointy. Der Spitz ist sehr spitz, deswegen geht das auch sehr gut rein. This is a strong can, das ist eine starke Dose und ich passe auch ein bisschen auf, weil ich mich nicht verletze. I have to take care that I don't hurt myself. Please don't try this at home. You have always the danger of hurting yourself. Don't try this at home. Use a can opener. It's just for demonstration. Es soll nur die Schnitthaltigkeit der Dose, des Messers demonstrieren. Ja, yeah, gut. Good job. Hat funktioniert. Na? Oh, Gemüse kann man ja nicht essen. Ja, geht ordentlich. Works good. Not bad. Nicht schlecht. This is a brand new kitchen Reibe. I don't know the word in English, but you will see what it is. Das ist eine nagelneue Küchenreibe und diesmal sogar noch ein wenig teurer als die alte. So. And this is a hard abuse. This is sharp metal, sharp thin metal against sharp edges, sharp edges against sharp edges. Schauen wir mal. Das heißt, ich hack jetzt hier mit Wucht auf die scharfe Kante. Das ist ein extreme abuse. Das ist extreme torture for a knife. Das ist extreme Abnutzung für jedes Messer. Und ihr seht, das ist nicht so eine dünne Reibe, wie das wirkt auf euch. Wenn mal zu mir zu Besuch kommt, könnt ihr die gerne mal sehen. Oder könnt ihr mit eurem Messer probieren. Okay. Wenn du nicht willst, brauche ich Gewalt. Mir betonen auch Küchenreibe. So, let's have a look to the blade, to the edge. After this torture, lass uns mal die Schneide ansehen. So. No chips, no dents. Keine Ausbrüche.
Very good. Sehr gut. Only a few scratches to the edge, that's normal, okay. Nur ein paar Kratzer hier auf der Schneide, die kann ich mit leichtem Nachschärfer wieder rausholen. With a little resharpening job, I can do these scratches away. Oh, my bad English. This is a real good action so far, and you saw what I did. Cool, Mr. Blade, so far so good. Still one of my favorite test objects, immer noch eines meiner beliebtesten Testobjekte. Mein altes Auto, my old car. This is a Daimler Chrysler, 2 tons. Let's see what the knife will do with my roof. Wow, this was deep. Das war tief. There was an extreme power to the point of the blade. Das ist eine sehr starke Belastung für die Spitze, die sehr dünn ist. It's a relatively thin point to this blade. A tip. Let's see, surprise, surprise, if it is broken or not. Okay, it is not broken so far. So, gebrochen ist schon mal nicht. Let's have a closer look to this relatively thin blade, to dieser relativ dünnen Klinge, die hat ja gerade mal 4 mm oder so. It has 4 mm or so, a sixth of an inch maybe. I hope you can see this on the camera this time. There is no damage to the tip. And like you see, it is a thin tip. This is ein dünner Tip. It's very good for penetrating stuff. Because it's thin and you know this good shape from the USMC knife, so it's a Bowie tip and it's always good for stabbing, for penetrating. And also the coating is almost completely there. Only a few scratches to the coating. Auch nur ein paar Kratzer zum Coating Finish. Also das würde mich mal interessieren, genau wie ich das mache. Also da habe ich andere Messer gehabt, die haben wesentlich mehr Coating verloren. This is a really good action. Well done. Good steel. Well done, Mr. Blade. It's just first. Yes, stabbing. Good. Now. Okay. It lost a bit sharpness, of course. But you see, it's still sharp enough to cut this. With a little effort. Ich brauche ein bisschen Kraft, aber es geht immer noch, um so einen Stahlmantelgürtelreifen zu schneiden. Und das ist nicht so einfach, Leute. Könnt ihr mal probieren bei einer alten Reife. Ja. It lost some sharpness, of course, because I hit metal very hard. I battoned and all this stuff, but you see, it still works. Not bad. Really not bad. Good job. Really cool. And still no damage to the edge. Immer noch keine Beschädigung an der Schneide. Erst recht nicht an der Klinge. I must say, the steel is something really good. Dieser Stahl scheint wirklich gut zu sein. Ihr seht keinerlei Beschädigung, aber auch gar nichts. Absolutely nothing. Very cool knife. Really sturdy, stable. Good handling. Fast. Sharp and pointy. Fast hätte ich es vergessen, noch einen Blick auf die Scheide. A short view to the sheath. It is a hard plastic sheath. I don't know exactly the material. Es hat hier ein bisschen Gummibänder, so like rubber bands. I put it in. Okay, it makes click and it does not rattle. A few rattling, but only a few.
comes good out, goes in very good, kommt gut raus. And here, to secure it, fits good. Here it's made with Velcro. So you do not have to put off your belt for putting on your knife. Just can open the Velcro, put it around, close it. It's not a bad cheese. It's not that perfect, but it's also not bad. Here, a loop again. Hier auch nochmal eine Schlaufe. You can wear it upside down also, or you can wear it this way. And here you can use an hex wrench to open it. And it's a, like a rat tang. Yeah, it's a full tang, but not in the full broadness. This is a full tang, aber nicht in der vollen Breite. Here in goes a screw, and then it spreads the tang and holds it. And I must say, that's a cool knife, Mr. Blade. Thank you for watching. Ljubivci.